Hallo, 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 der Miori mit Let's Play Your Level. Wir haben zwei Level vor uns, wie der Name vielleicht schon hätte schließen lassen können. Und zwar haben wir die Level von Dark Andy und Helmi Blub. Wir fangen heute mal wieder unten an, weil ich heute echt die Lust drauf habe, unten anzufangen mit Helmi Blub. Let's go. Also Nintendo präsentiert. Standard-Intro-Screen, wie es aussieht. Ja, da müssen wir gar nicht groß weiter drin rumgucken. Sondern gleich weiter geht's. Welcome, Emmy. Dies ist mein erstes Level. Viel Spaß. Helmi Blub. Ich weiß nicht, wie oft ich es inzwischen erwähnt habe, aber diese zwei Sätze können innerhalb weniger Sekunden sämtliche Hoffnung zerstören, die ich habe. Hallo, findest du den Secret Exit? Dafür muss man etwas nachdenken. Oh, nachdenken ist schon mal ganz, ganz schwierig. Aber wir schauen mal in dein Level rein, Hemi Blub. Was? 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 Oh. Oh, wow. Lass mich nachdenken. Hat es was mit diesem Block zu tun? Oder mit diesem? Oder mit... Ich sehe es halt schon kommen, dass mir gleich ein Chuck auf den Kopf fällt. Oh. 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 Es tut mir leid, Chuck. Es tut mir leid. So. Aber das ist schon mal ein kleiner Erfolg, würde ich sagen. Denn wir wissen jetzt, dass da oben eine Ranke ist, die vielleicht relevant ist. Ja, dafür muss ich rennen. Wie machen wir das? Wir machen das am besten von hier. Ja, wir machen das von hier. Und wow. Schauen mal, ob man so vielleicht da schon hinkommt. So gerade eben. Es bringt uns einen P-Switch, es bringt uns ein Power-Up, es bringt uns vermutlich ein zweites Power-Up. Nein, Münzen. Ich hätte jetzt mit zwei Power-Ups gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja, damit gehen wir dann in die Röhre. Oder auch nicht in die Röhre, sondern hier runter und in diese Röhre. Diese Röhre ist dann tatsächlich gewillt, uns Einlass zu gewähren. No. N bitte no. Oh, Moment, kommt der hier hoch? Nein, schafft er nicht. Okay. Das muss da einmal hoch. Ich sehe gerade nicht, wo ich bin. Ich bin hier. Gut. Dann gehen wir hoch, folgen unserem P-Switch und das Ganze hat sich absolut gelohnt, habe ich mir sagen lassen. Hier ist nichts, hier passiert auch nichts. Gut. Gehen wir wieder hoch. Jetzt ist die Röhre auf einmal gelb. Und ich habe so ein kleines P-Switch-Problem hier. Aber das soll jetzt nicht so das Problem sein. Was ist. Ha, erwischt. Erwischt. Ey, sowas von erwischt hier. Oio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 
War das? Nein, da drin war keins. Was? Es muss sich in diese Richtung verstecken. So viel ist schon mal klar. Sonst hätten wir es auf der anderen Seite gesehen gehabt. Es muss sich hier irgendwo verstecken. Du nimmst jetzt erstmal... Ja, ich sollte die einfach alle nicht erledigen. Das ist eine gute Idee. Hat es was mit diesem Panzer zu... Oh, shit. Mit diesem Panzer zu tun. Was passiert, wenn ich den da oben... dagegen stumpe? Dann ist da eine Ranke. So, wir haben eine Ranke. Kriege ich den einfach angenehmerweise schon da hoch? Ja, den kriege ich da angenehmerweise sogar schon hoch. Perfekt. Das macht die Sache einfacher, um mal hier oben nachzugucken. Ob hier vielleicht... Oh! Fuck. Fuck. Ich weiß nicht, ob das zeitlich... Oh mein Gott. Wenn ich so einen Müll mache... Wir drehen mal Zeit ein wenig zurück. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So. Es ist machbar. Es ist auch ganz, ganz simpel. Ich lasse den Schlüssel jetzt einfach mal da liegen. Nehme dich nicht, um da hochzukommen. Oh... Das ist alles so unnötige Zeitverschwendung von mir. Da war ein Sprungbrett. Daran habe ich mich gerade noch so erinnern können. Und mit diesem Sprungbrett kann man jetzt, wenn man das da hochwirft, alles natürlich noch ganz locker im Zeitrahmen. So. Kann man hier hoch mit diesem Schlüssel und findet da oben ein Schlüsselloch. Huh. Gut. Ich hab's voll raus. Bringt uns das Secret. Was ist denn das Secret? Das ist eine Feder. Gratulation, du hast meinen Secret Exit gefunden. Vielen Dank fürs Spielen, Helmi Blub. So, damit wäre das einmal abgehakt. Ich muss halt jetzt noch zeigen, gucken, was es hier drin zu finden gibt. Deswegen einfach kurz mal den Save State geladen. Schnell hier reingeschaut. Ich nehme jetzt einfach mal an, das führt dann nach oben auf die Insel oder so. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Da musste ich jetzt echt halt, ich gebe zu, man musste wirklich eine Sekunde überlegen, um drauf zu kommen. Was ist hier? Was ist das? Ach, das ist ein Meme, okay, das ist, ja, okay, es passt zum Titel. Sehr schön. Gut, das war dann Helmi Blubs Level. An sich, ja, Vanilla Level, kann man optisch jetzt nicht viel zu sagen. Ups. Was habe ich getan? Das nicht. Was habe ich getan? Wie mache ich das wieder an? Ups. Wie mache ich das wieder an? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ist gut. Gut habe ich das gemacht. Technische Probleme, wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Wir machen weiter mit dem zweiten Level, dem von Dark Andy. Nintendo präsentiert auch hier, übrigens, etwas. Nämlich Derek und die Abenteuerinsel. Version 0... Version 0.01. Das Ganze soll wohl irgendwann ein ganzer Hack werden. Und wir haben jetzt das erste Level bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Derek, ein junger Abenteurer, hat eine Insel entdeckt, die angeblich ein großes Geheimnis birgt. Nicht nur ein kleines, sondern ein riesengroßes Geheimnis. Wir schauen mal nach. Yoshis Haus. Okay, Yoshis Haus. Ich musste jetzt kurz überlegen, ob das denn passt. Derek, wem dieses komische Haus wohl gehört? Bestimmt nicht dem Yoshi, der da dran stand. Yoshi's Island 2. Ist das Level bearbeitet? Nope. Gut, dann ist es vermutlich, die Reise beginnt. Ja, man hätte auch erst auf beide Levelnamen gucken können. Ja, hier wurde ganz eindeutig ein wenig mehr bearbeitet. Auch wenn ich mich gerade... Oh, wow. Das ist aber jetzt ganz, ganz gemein versteckt. Und das ist jetzt ganz, ganz fies durchdacht, weil ich jetzt hier mich wieder so durchprügeln muss. Was ich ja immer so absolut mag. Mit dem Knopfgehämmer. Ich vermisse übrigens, möchte ich gleich mal anmerken, ich vermisse irgendwie einen Hintergrund. Ich weiß nicht, wenn man schon so ein bisschen was bearbeitet. Hier ist es halt ein optisch sehr schöner, passender, alter Hintergrund. Es ist halt echt schöner als einfach nur blau. Wie ich finde. Und, nein, Chuck, überleg dir das nochmal. Du wirst damit nicht glücklich werden. So. Au. Au. Egal. Nehmen wir so hin. Wir hüpfen da drauf.
dann passen wir mit den Stacheln auf, denn die hätten mich da echt ziemlich fies abfacken können. Und dann gehen wir in die Tür. Also bisher, hier ist wieder das böse Blau. Okay, also es ist halt echt wahnsinnig blau im Hintergrund. So ein bisschen was wenigstens. Wäre da, glaube ich, optisch... Der will mich tot sehen. Wäre da optisch... What the fuck? Schon ganz gut gewesen. Ich mach das hier echt nicht mit Absicht kaputt. Ich versprech's. Das ist keine Absicht. Es passiert einfach, während ich so hier langlaufe. Es tut mir leid. Kann ich das dann überall an den Schrägen machen? Da kann ich es jetzt nicht testen. Aber in der Theorie dürfte das dann doch überall passieren. Moment mal. Ich würde gerne nochmal da oben gucken. Ja, der Hit ist jetzt egal. Also hier müsste das dann... Ja, es passiert an allen Schrägen, okay. Und auch an allen Positionen. Yep. Da sind dann halt hier so kleine Punkte, wo Schrägen drin sind, wo man drauf stehen kann. Und der Rest ist halt durchlässig. Das ist sehr schön. Wie viel Level könnte man denn potenziell damit skippen? Schauen wir mal. Auch so ein bisschen was. Na, das ist ja nix. Das ist ja gar nix. Oh Gott. Na, das muss man aufpassen. Möchte ich hier mal so gesagt haben. Pro-Tipp. Achtet auf sowas. Hui. 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 Moment, kann ich hier nicht einfach jetzt... Na, könnte in der Theorie Leben sammeln, weil ich ja immer noch als im Sprung zähle und dann war's das. Okay. Ja. Den einen Fehler habe ich jetzt schon angesprochen. Das nächste ist... Es war irgendwie ein wenig... Na, wobei, es war nicht leer, aber es fühlte sich irgendwo doch ein wenig leer an. So komisch das klingt. Ich kann es nicht beschreiben, ihr kennt mein Problem manchmal. Helft mir in den Kommentaren bitte mal nach. Versucht in Worte zu fassen, was ich gerade fühle und empfinde. Ansonsten, ich mag das Tileset. Das Tileset ist echt schön hier. Vielleicht hierfür so einen kleinen optischen Hinweis geben. Das wäre ganz cool. Weil, ja, du legst es halt eh schon sichtbar hin, aber dann sucht man halt nicht wie ein Blöder noch das komplette Ding rum. Weiß ich nicht. Das Blau, das ist wahnsinnig blau und das stört mich persönlich. Kann sein, dass andere das nicht als so schlimm empfinden. Ich empfinde es als wahnsinnig unschön einfach nur. Ich meine, hier hat es doch auch geklappt. Hier ist es echt hübsch. Hier passt es auch immer noch zueinander, weil das ist der alte Hintergrund, das sind neue Teils und es passt und das ist ganz cool. Das gefällt mir. Vom Schwierigkeitsgrad, die Reise beginnt, absolut okay für den Anfang. Ich sehe da keine großen Probleme, was die Schwierigkeit angeht. Ja, man will vielleicht echt diese Schräge fixen. Ich habe das nicht absichtlich kaputt gemacht. Aber wenn ich das halt jetzt einfach so, keine Ahnung, ich spiele das Ding 2 Minuten und finde einen etwas gravierenderen Fehler. Wie ich finde. Man kann halt Level skippen, das ist uncool. Das ist an sich schon Argument genug dafür, dass das echt kein cooler Fehler ist. So hier, tada, wop. Das ist so simpel reproduzierbar. Das ist ganz cool. Vor allem, ich kann mich ja auch... Oh, das ist ganz cool. Ich kann mit Hilfe der grünen Dingchens mich auch nicht irgendwie hier jetzt einsperren. Vielleicht war es ja Absicht. Der hat das alles eingeplant. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, was gibt's noch zu sagen? An sich ein, wie gesagt... Ja, ein gutes Level für den Anfang. Ich kann leider nicht in Worte fassen, was mich stört. So blöd das wieder klingt. Es tut mir leid. Und ich würde sagen, damit dann war es das für heute, denn wir haben das Level einfach jetzt zweites Mal beendet mit Let's Play Level. Man sieht sich beim nächsten Mal mit mehr. Bis dahin und tschö, tschö.